Ungeheuer guten Tag, Mensch, Leute, und willkommen zum heutigen Blog. Heute war einfach ein mega stressiger Tag. Ich bin froh, dass ich am Abend angekommen bin, aber es geht noch weiter, denn ich bin gerade im TS mit dem lieben Revi. Hallo! Das hört ihr jetzt nicht, aber er hat gerade gesagt, ihr seid die tollsten Zuschauer und gebt einen Daumen hoch. Nein, hat er nicht. Er hat einfach nur Hallo gesagt. Ich habe heute mit Revi Castlash aufgenommen. Oh Gott, bei der Aufnahme bin ich halb verzweifelt. Ihr kennt vielleicht Castlash von meinem Gaming-Kanal. Na komm, das ist doch nicht dein fucking Ernst! Castle Rush. Und beim Schnitt bin ich ja nochmal halb verzweifelt und einfach dieses Format bringt mich noch frühzeitig ins Grab. Aber es macht mega Spaß und ich freue mich, dass es euch gefällt. Wir nehmen jetzt noch die Folge für Revi auf, denn morgen kommt bei Revi eine Folge. Und ich würde sagen, deswegen legen wir mal los, Revi, oder? Let's go! Castle Rush. Kennst du das Lied von Lukas? Ja, das ist mega geil. Eine Sache noch, Leute. Ich habe fast den ganzen Tag für Castle Rush gebraucht, weil ich habe nämlich an dem Intro rumgebastelt, die Folgen geschnitten und aufgenommen. Und dann habe ich noch etwas gemacht, was außerhalb von Castle Rush war. Nämlich die Rohform vom neuen Longboard, vom neuen großen Longboard ausprobieren. Das Problem ist, es hat angefangen zu regnen. Das ist ein bisschen nass in Köln momentan, deswegen habe ich es auf morgen verschoben. Wenn ihr Bock habt, mache ich morgen früh einfach ein kleines Video, wo ich eine bestimmte Rohform von einem Longboard teste. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr mal mit dem Daumen nach oben zeigen. Dann versuche ich das Video so mittags hochzuladen und dann morgens ein bisschen mit dem Board rumzufahren. Könnt ihr mal schreiben. So, jetzt nehmen wir noch eine Folge für Revi auf und dann ist der Tag auch schon wieder fast vorbei, denn es ist schon 22 Uhr. Aber damit ich jetzt noch genug rumschreien kann, schütte ich mir erstmal was Leckeres zu trinken ein. Oh, ich habe da Ingwer reingetan, Zitrone und Orange. Beste, was es gibt. Und daneben habe ich noch mir Bulgursalat. Du Wizard, Alter. Ja gut, man merkt schon, das Jump'n'Run, es ist auf jeden Fall Spaß pur für die ganze Familie. Ich bin gerade auch meinen Vlog am Aufnehmen nebenbei. Hallo Leute. Weil der Vlog muss nämlich genau in einer Stunde online sein. Und das schaue ich auf jeden Fall nicht. Nicht? Ah, schade. Ach, diese Scheiße. Das ist so eine Scheiße, was du da gebaut hast. Das ist so ein... Seht ihr Leute, deswegen habe ich jetzt nicht mehr geschafft, einen anderen Vlog aufzunehmen. Ich kann heute, habe ich mich nur komplett mit Castlash beschäftigt. Du hast mir, während du es gebaut hast, gesagt, das ist voll fair. Ich habe nicht mal die ersten drei Blöcke bis jetzt geschafft, noch nicht mal. Noch. Ja, also wäre ich jetzt fairer, logischerweise. Ja. Ich schaffe das einfach nicht. Ja, da oben, wenn du hier oben drauf bist, das schaffe ich nicht, das schaffe ich nicht, da reinzuspringen. Ich schaffe das nicht. Das ist zu schwer für mich. Ey Leute, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich muss den ganzen Tag, scheiße, Gas auf. Ey, heute habe ich einfach keinen Block geschafft. Ich habe jetzt noch ein paar Einblicke gezeigt in das Let's Play-Leben. Wir sehen uns morgen, Leute. Haut rein. Lasst ein Löffel da oben da. Morgen geht's hoffentlich wieder ein bisschen früher los mit Vlogs. Ciao!